So, weiter geht's. Shuang steht schon in den Startlöchern, ja, bereit, die Burg Fan zu retten, die bereits vom Feind umzingelt ist. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen Waffen. Ja, immer Level 2 in verschiedenen Formen. Besser als nichts. Das war eine Menschenversion, dann nehmen wir einfach eine Himmelversion mit. Der dicken Axt kann man auch gerne eine Wüste mitnehmen, das lohnt sich. Und wir legen los. There is no truer path than that of the warrior. Gut. Einen kurzen Moment nehmen, ich will eben mal nachschauen. Bin nicht sicher, ob das auch noch richtig konfiguriert ist, so oft wie das sich ändert. Upsala, jetzt habe ich das. Ja. Jetzt könnte es noch lauter sein als vorher. Jetzt habe ich mich die Zahl vergessen. Ah, wie dusselig. Und nicht gesehen vorher. Naja, wenn es ein bisschen lauter ist, ist es ein bisschen lauter. Will keiner dran sterben, denke ich. Wenn es leiser sein sollte, ist es leiser. Aber es bedürfte nur minimal sein. Okay, machen wir weiter. What's that? A coffin? That's just creepy. Kinda looks to me like he's going to surrender. He's only new after all. He joined us at Tong Gate. Wait, Master Pengdu. What are you doing with that coffin on your back? Naturally, I have no plans to die. This is proof of my resolve. A warrior must fulfill his duty with no fear of death. That is why I keep this reminder of death close to me. Your spirit is impressive. Men! Follow his lead. Only the brave and the defiant stand with us this day. The day we destroy the god of war, Guan Yu. We're late. What's happening with Fawn Castle? Master Cao Ren and Master Pong De are there. They should still be holding fast. But without our help, they won't last long. We need to hurry. Jing Province must not fall into the hands of Shu. The enemy has already surrounded Fan Castle. We need to go to its aid. Continuing on like this will only lead to more bloodshed. Perhaps I would be better served by switching sides. I can see the sun through night. This means I will be crossing glades with Master Guan Yu. It will require all of my skills. I can see the sun through night. It appears that resistance is futile. This is the result. It appears that resistance is futile. Watch and learn. You have my gratitude. I promise to fight even harder now. The enemy catapults are relentless. How much more can the castle take? Catapults are a cowardly method of attack. You know, you actually possess a modicum of talent. It appears that resistance is futile. I have failed. I leave the rest up to you. I can see the summit of true might.
witness the pinnacle of true might. This is the result of constant training. I must fall back. Watch and learn. That's one more stepping stone on my path to true might. I have no choice but to go out and fight my step. Step four. Shu, I hereby declare my intent to join your side. I offer my own life if you will guarantee the safety of my men. Thank you for the assistance. Now we should be able to keep Fawn Castle safe. We made it in time. Let's work together with Wei to defeat Guan Yu. What? Wu has broken our alliance? I need all available units to respond to the Wu forces. Take this! You will never reach Lord Guan Yu. Impressive. Try and keep up. My force is without equal. Curse Wu. They can't even handle a few ballistic. This will be a chance for me to put them in my debt. You are unstoppable! You are not going to like the outcome of this encounter. I can see the summit of true might. How could I let them surprise me like this? That's one more stepping stone on my path to true might. You sure know how to fight! Show you how a battle is won. You are a fool to come out here alone. You shall fall prey to my tactics. This is the result of constant. I shall return after reviewing my strategy. And learn. That's one more stepping stone on my path to true might. I'm going to have your head! Witness the pinnacle of true might! I shall forge a path! You sure know how to fight! Okay, the ballistae have stopped. Now is our chance. All units, advance! I will stop you. You will never reach my father. The southeastern garrison has been close shut. It is holding up the reinforcements from Wu. A few rocks and Shu has the Wu forces in trouble. Well, no matter. We just need to put a stop to them. Resume the barrage. Your target is Fawn Castle. We will suffer massive casualties. Amazing! We cannot succeed without you. I cannot lose, as I am fighting for the sake of my father and brothers. Allow me to be your opponent. Where did I go wrong? Things don't look too good. My force is without equal. Still much left to be done.
I must retreat for now. Master Pongde has been spotted. He is currently engaged in battle with the enemy. That's one more stepping stone on my path to true might. A route into the southeastern garrison has been discovered. Circling around to the high ground behind it should allow access. You sure know how to fight! That's one more stepping stone on my path to true might. So long as Guan Yu is in jail, there can be no peace for Wu or Wei. Now is our chance to defeat him together. Protect! Garrison! Kill! Enemy! I am to be the last thing you see on this battlefield. Come and show me the might you possess. It's as bad as you see. Could you please lend me a hand? You perform great as always. There was no need for my strategy. I can't give up yet. Thank you for your assistance. Leave Guan Yu to us. Now, head for Fawn Castle. We shall bring an end to this battle. They are attacking our weakest point. Quite crafty indeed. Intercept them. Do not allow Shu inside Fawn Castle. Perfect timing. I was looking for an opportunity to test my new tactics. This is the result of constant training. Witness the pinnacle of true might. I'm not defeated yet. I'll be back as soon as I can regroup my forces. That's one more stepping stone on my path to true might. The attack on Fawn Castle is weakened. Advance. Now is the time to finish Guan Yu. I can see the summit of true might. The gates at the front of the Shu main camp are closed. Guan Yu obviously will not go down easily. However, he will not be able to hold out for long. Fear not. We came well prepared. Bring forth the ram. We can take out those gates with ease. Guan Yu, are you okay? I'm here to help you. One more stepping stone on my path to true might. Let's get this fight started. Huh.
forge a path. Try and keep up. My forge is without equal. I can see the summit. Too much strength. I'm pulling back for now. That's one more stepping stone on my path to true might. Today is the day when we shall crush our mortal enemies of Wei. You are no ordinary fighter, now are you? My father. I am here to protect him. Never have I been on the defensive like this. The enemy's resolve is impressive. It seems that I was not nearly as well prepared as I thought. I shall not let you draw any closer to my father. I will stop you with every last bit of strength within me. This is as far as you go. Face me if you dare. Defeat Guan Yu, even if it means breaking our alliance. I will do whatever it takes to realize our goal. I fear the shadow this battle will cast on our future, but for now I must focus on the battle at hand. I have failed to fulfill my duty. If you are the children of Master Guan Yu, I suppose I should not underestimate you. I shall have to give it my all. I can see the summit. I challenge you to a duel. Think you have what it takes to beat me? Excellent. You get stronger and smarter every day. So you are here. Let us see how you fare against my blade of honor. Master Guan Yu, this is hardly the time for words. Let us fight. Very well. Here I come. You know, you actually... Warriors of Wei. Most impressive. I regret that my vow to my sworn brothers will go unfulfilled. But there is no shame in being defeated by you. Sha Ho Dun, say farewell to Lord Cao Cao for me. Brother, I go on ahead of you. Finally, I can see a light beyond the chaos. Guan Yu, den das ganze Land als Gott des Krieges kannte, fiel bei Burg Fan. Er war ein großer Krieger, der einst an der Seite Cao Caos als Gastoffizier gekämpft hatte. Obwohl er den Sieg zu schätzen wusste, betraute Cao Cao doch das Dahinscheiden eines so herausragenden Generals. Cao Cao belohnte Wu mit der Provinz Jing als Anerkennung für den Beitrag zum gemeinsamen Angriff. So teilte Cao Cao und Sun Quan das Land zwischen sich im Norden und Süden auf.
Liu Bei war rasend vor Zorn über den Tod Guan Yus und spielte von seiner Stellung im Westen aus Rachepläne gegen Cao Cao. Cao Cao aus Wei, Sun Quan aus Wu, Liu Bei aus Shu, die drei Königreiche hatten Form angenommen und die Uneinigkeit zwischen ihnen dauerte fort. Cao Cao sann über den Ausgang dieser Situation nach und grübelte, wie seine Pläne für das Land in die Tat umsetzen konnte. Die Menschen formten die Zeit, in der sie lebten, und die Zeit wiederum würde die zukünftige Sicht auf die Geschichte prägen. So wie er seinen Weg gegangen war, hatte sich Cao Cao als Mann gezeigt, der sein Zeitalter bedeutend verändern konnte. Er war bereit, auch selbst ein heller Stern im Buch der Geschichte zu werden. So, Guan Yu is no more. Son, you will succeed me, will you not? Father, just what has brought this on? Guan Yu's death signals that we have reached the end of an era. The era of myself. Of Guan Yu. Of Yuan Shao. It was an era in which true men struggled for supremacy. I am sure that I, and likely Liu Bei too, will soon be called to join them. But you must go on. Inherit my power, and lead this land to the future it deserves. I can see it now. I can see you fighting bravely, driving the land forward. Listen, my son. You must move on and create a better future. Create a new age and lead this land there. Oh, das war die Wei-Geschichte. Alles klar. Ich lasse es wie immer durchlaufen und danach ist es noch lange nicht vorbei. Aber dazu gleich. I don't know.
Ja, das war die Geschichte zu Wei. Damit haben wir die drei grundsätzlichen Königreiche durch und sozusagen alle Figuren in Reihe und Glied, wie wir sie brauchen, um ja, im Grunde die vierte große Fraktion anzufangen. Das wäre theoretisch zumindest eine Chance oder eine Möglichkeit. Aber, das große Aber, ups, ja. Aber man sollte die Steuerung beherrschen. So, aber, wir haben jetzt noch folgende Fraktion vor uns. Die Fraktion Yin ist die Fraktion, die uns die Geschichte weitererzählen wird nach den drei Königreichen. Wir haben aber eigentlich nur andere Geschichten zur Option. Einmal die sonstigen, die sich hauptsächlich mit den Nebenfraktionen dieses Spiels beschäftigen wird, die wir bisher kaum beleuchtet haben, kaum gesehen haben. Ich denke auch, dass das am nächsten Sinn macht, weil das so ein paar kleine Lücken füllen könnte und so ein bisschen diesen Charakter nochmal so ein bisschen, ne, extra Licht gibt zum Glänzen und Scheinen. Wir haben aber auch noch tatsächlich eine Lubu-Geschichte. Also durch Extreme Legends hat das Spiel eine Story-Mode für Lubu bekommen. Er hat eine ganz eigene Fraktion bekommen. Und das macht ehrlich gesagt auch Sinn, weil das auch eher zu der Zeit der drei Königreiche spielt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich als nächstes die sonstigen durchgehen und im Anschluss daran Lubu durchgehen. Und erst dann werden wir uns dem Finale mit Yin zuwenden. Selbst das ist dann nicht unbedingt alles. Ich will mal ein bisschen was zeigen. Ein ganz bisschen was schon mal. Ja? Das ist damals die Geschichte von Shu. Das war die erste Kampagne, die wir gespielt haben. Die haben wir exakt so gespielt. Hier haben wir sogar schon mal eine extra Schlacht gehabt, weil wir etwas erreicht haben, was wir nicht unbedingt erreichen mussten oder sollten. Aber im Großen und Ganzen sind wir dem Weg gefolgt und dann den Weg hier durchgegangen. Die Sache ist, wie ihr seht, es gibt nicht nur noch Schlachten, die wir noch nicht freigemacht haben, sondern es gibt noch einen ganzen Weg. Jede Fraktion hier hat noch eine Art anderen Weg, der die Geschichte verändert. Dafür müssen wir multiple Sachen in den vorherigen Schlachten schaffen, damit wir an diese Schlachten rankommen. Ja, klingt kompliziert, ist gar nicht so kompliziert, ist eigentlich sogar ziemlich cool. Weil dadurch, dass wir gewisse Dinge erreichen, die nie erreicht wurden, und gewisse Charaktere zum Beispiel überleben oder uns beitreten oder was auch immer, können wir die Geschichte halt an einem gewissen entscheidenden Punkt verändern, der dann einen anderen Geschichtsausgang für die Fraktion bereithält. Davon abgesehen haben wir durch Extreme Legends auch noch einen riesen Haufen spezieller Missionen, die nochmal auf gewisse Momente besonders stark eingehen. Oder auch zum Beispiel gewisse Charaktere immer mehr beleuchten, als wir es bisher gesehen haben. Ne? So Charaktere wie Guan Ping, der Adoptivsohn von Guan Yu, der ein bisschen untergegangen ist. Oder auch manche Charaktere, die wir hätten nie spielen können in der Grundstory. Also da gibt es auch noch Massen, was es zu tun, was storytechnisch, ne, Möglichkeiten mit sich bringt. Und das hat jede Fraktion. Mal abgesehen von den sonstigen, da kann man schon absehen, dass die das nicht haben, aber das ist kein Wunder. Also die haben extra Missionen immerhin, ne? Nicht schlecht, aber die haben keine verschiedenen Pfade. Aber zum Beispiel Wei hat das auch. Wenn ich bei Wei ausspielen gehe, seht ihr hier auch, okay, ich habe hier eine Schlacht noch nicht bekommen. Ich habe hier den großen Moment, wo alles umkippen kann. Und ich habe immer noch die Zusatzmissionen. Also theoretisch ist das Spiel wirklich sehr lang und bietet unheimlich viel Content. Und selbst wenn ich das durch habe, gibt es immer noch Dinge, die ich tun könnte. Ob ich die dann auch tue, weiß ich nicht. Ob ich das tue, weiß ich auch nicht mal. Was ich definitiv tun werde, ist, wie gesagt, die sonstigen machen wir noch. Was nochmal ein ganzes großes Kapitel in einiger Schlachten sein wird. Lubu machen wir auf jeden Fall noch. Und wir werden auf jeden Fall noch Yin machen, sonst hätten wir die Geschichte gar nicht abgeschlossen. Weil Yin ist historisch dann so ein bisschen der Epilog der ganzen Geschichte mit zum Ende hin. Okay, ich danke euch für heute schon mal. Wir haben Wei geschafft, damit haben wir die drei Grundkönigreiche durch. Aber wie ihr seht, wir haben noch einiges vor uns. Bis zum nächsten Mal.